Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur 39. Mit Liebe Dynasty-Folge. Und wir sind im Herbst. Ich habe das Spiel schon wieder 2, 3 Wochen nicht gespielt. Ja, man ruht sich ja dann manchmal so ein bisschen aus, wenn die Folgen abgedreht sind. Aber ja, ist halt so. So, ich habe mir jetzt erstmal einen Überblick oder muss mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Was ja derweil gemacht wurde. Schau dann meist auch immer in die letzte Folge rein, die noch nicht ausgestrahlt ist. Ja. Okay, also die haben halt angefangen, dieses große Feld, was ich hier angelegt habe, schon zu pflügen, umzugraben, würde ich gerade sagen, zu pflügen. Genau, und dazu brauchen die immer Dünger, ne? Das Problem ist, die werden mir jetzt den ganzen Dünger verbrauchen. Puh, da muss ich jetzt echt mal aufpassen. Anpflanzen muss ich ja, glaube ich, nichts mehr, oder? Habe ich da überhaupt was draufgesetzt? Das ist das große neue Feld. Da sind 60 Möhren drauf auf Feld 4. Wartet mal. Jetzt lass mal nochmal gucken hier. Also, hier ist drauf Weizen. Hier auch. Roggen. Alles voller Roggen, okay. Und hier ist auch gar nichts drauf. Und da habe ich echt Möhren? Warum so viel Möhren? Naja, gut. Wird schon seinen Grund haben. Ja, immer schwierig, ne? Immer schwierig. Stimmt. Und wir hatten ja ein großes Haus gebaut hier, ne? Für uns. Das muss auch noch gemacht werden hier, richtig. Ich muss mal wieder ran scrollen. Alter, jetzt bin ich verwirrt hier. Sieht ein bisschen komisch aus. So, okay, ja. Was machen wir denn jetzt aber eigentlich noch? Und warum habe ich eine Spitzhacke in der Hand? Wo war ich denn als letztes? Ich habe hier noch 30, nee, 3 Bronzebarren drin. Ah, schaut mal. Ich komme wahrscheinlich gerade aus der Mühle. Aus der Mine, nicht aus der Mühle. Junge, Junge, Junge. Ja, da habe ich auch Salz drin. Okay, dann würde ich sagen, verhütten wir das einfach mal schnell. Ist ja ideal, wenn gerade keiner da ist, ne? Jo, genau. Fangen wir mal mit Kupfer an. Und ich muss halt mal diese Quest mit wie heißt der? Sambor weitermachen. Ist der Sambor? Guck ich mal. Und Alvin Quest. Ach, Alvin Quest war das mit den Schießen, ne? Das habe ich hier irgendwie nicht hinbekommen. Das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. So, sehr schön. Brauche ich denn aber gerade Werkzeuge? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich glaube nicht. Ich lasse das mal noch hier drin. Wir haben ja unendlich Gewicht, Gott sei Dank. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas haben, damit wir die Häuser noch ein bisschen dämmen können. Naja, ist nicht viel, ne? Dies ist ja nicht viel. Ton. Wollen wir Ton? Hier. 20 nur. Hier mal ein bisschen Verdorbenes. Okay, okay. Da wollte ich noch mal gucken, ob ich Tränke, hatte ich 17. Gut, das passt. Na, dann brauchen wir den Bauhammer. Der liegt auf der 2, wie immer. Und dann gehen wir mal auf Verputzen. Und dann sehen wir, welches Haus braucht da noch was. Erstmal unser eigenes. Denn der Winter steht vor der Tür. Vielleicht schnappe ich mir auch gleich noch mal die Schaufel. Und werde, zack, das haben wir verbraucht. Und werde noch ein bisschen Ton graben. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Jahreszeit es schon gemacht habe. Hier hinten ist noch ein Haus. Ding, 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 dang, dung. Keine Ausdauer hier mehr, der junge Mann.
Oh, der hackt nicht. Das ist der einzige Nachteil, wenn man im Third Person ist. Sieht man das hier ein bisschen anders? Na, geht doch. Aber noch nicht fertig. Okay. Habe ich eine Schaufel dabei? Die ist eine gute Frage. Shisha Schaufel. Nee, doch hier. Liegt die irgendwo auf der 7 liegt die? Ja, dann gehen wir mal kurz gucken. Ist schon wieder ganz schön dunkel, ne? Achso, bei der Quest würde ich noch reinschauen. Alwin! Sprich mit Alwin. Ja, das war das hier. Na, 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 Ehrgeiz, tralala, bla bla bla. Das kriege ich irgendwie gerade nicht hin. Und dann haben wir hier. Sprich mit Samboa, sag ich hier. Das werde ich auch mal machen, aber wahrscheinlich werde ich die Wege dann natürlich rausschneiden, dann ist ja irgendwann schon. Ja, nicht so schön. Immer diese Laufwege. Bin ich jetzt doof? Warte mal. Das hier ist die Jagdhütte, ne? So, genau. Daran orientiere ich mich immer. Und dann ist hier das Tonvorkommen. Genau, und dann können wir mich noch ein bisschen Tonbewuf machen. Sollte ich eigentlich immer mal mitnehmen, jede Jahreszeit hier? Das hat ja keinen Einfluss, dass die Bewohner Ton finden. Aber es sieht irgendwie so aus. Doch, das habe ich schon abgegrast. Okay. Na gut. Hier war ich doch schon. Ich war mir nicht mehr sicher. Das macht ja nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Hayabubu machen. Es ist halt, wie gesagt, ganz schön dunkel. Man könnte hier auch mal so Straßenlaternen bauen, aber es ist ja. Ja, fast alles Deko, ne? Können wir uns halt, wie gesagt, nicht leisten. Dann machen wir lieber schlafen. Ja. Autsch. Yay, es wäre Licht. Gott, meine Augen. Ja, es ist halt auch so schade, dass es mit dem Dorfplatz nicht funktioniert hat, weil das Dorf halt einfach zu weit auseinandergezogen ist. Aber nicht so schlimm. Gut. So, Bewohner, liebe Bewohner, habt ihr alles? Big Brother spricht zu euch. 5 Eier, da sollte ich mal wieder auf Federn stellen. Ja, Wasser haben sie auch genug. Fischfilet haben wir eine Menge, ne? Nehmen wir mal selber was hier. Kohl haben wir 303. Das heißt, sie könnten halt auch wieder fett kochen. Und die Zwiebeln vergammeln hier drin, das macht nichts. Dies macht nichts. Ich bin am Überlegen. Das sind nicht mehr viele Beeren, ne? Das hätte ich gesagt, hätten wir zum Vergammeln hingelegt oder so. Aber können wir auch mit dem Fleisch machen. Einfach mal auf den Boden werfen. Für den Dünger. Und dann haben wir hier. Wieder ein Renn 20 nur. Schau auch gleich mal, ob die alle Werkzeug haben. Okay. Jetzt mal ohne Scheiße hier gerade Dünger gesehen. D-d-d-d-d-d-d. 32 nur. Pff. Schaffen die nie. Das schaffen die doch nie. Uff. Ist das überhaupt eingestellt, dass sie aus Dung auch Dünger machen? Tierfutter. Ich brauche Stroh. Ich habe kein Stroh mehr. Hier können wir nochmal Dünger herstellen.
der Dünge. Okay, das war Verdorbenes, genau. Mohnsamen müssen wir auch irgendwann mal machen, aber finde ich jetzt aktuell auch nicht so wichtig, ne? Tierfutter müssen wir dann auch nochmal schauen. So, hier haben wir Dünger, den können wir hier nochmal reinwerfen. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr. Aber das wird jetzt echt heftig. Wir brauchen Schweine. So ohne Scheiß. Die sind so teuer. Die sind so mega teuer. Ich hätte den Schweinestall schon gebaut. Ich habe mir das sogar irgendwo aufgeschrieben und wieder, naja, weggeschmissen. Macht so richtig Sinn, ne? Na, ich habe jetzt hier alles zugebaut und irgendwie nicht dran gedacht, dass er hier dann auch noch ein Schweinestall hin muss und. Oh, die genießen hier noch die Sonne. Könnte man denn hier noch Schweine hin machen? Schweine steht schon, ne? Ach ja, ups. Ups, das hat jetzt gerade keiner gehört, was ich gesagt habe. Schneide ich das raus? Ich habe ja Schweine. Deswegen habe ich auch Dung. Da-dum. Stimmt, die habe ich mir geleistet. Ich wieder völlig vergessen, ne? Halt, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. So, in die Verwaltung wollten wir mal. Und dann in die Hühner. Nee, Quatsch, hier muss ich aber rein. Tierhaltung. Hühnerstall. Genau, und dann müssen wir hier rein. Habe ich schon umgestellt. Okay. Gut. Dung. Sehr schön. In der Näherei ist natürlich keiner, ne? Da fehlen nur Materialien und in der Jagdhütte fehlen tatsächlich Sachen. Upsi, da wollte ich auch vorher reingucken. Das heißt, sie machen mal eine Bronze-Axt. Die halten halt ein bisschen länger. Ich könnte ja meine zur Not erstmal reinwerfen. Oder? Nee, ich mach schnell eine neue. Aber wo war das hier, glaube ich, ne? Bronze-Werkzeuge. Dazu brauche ich Bronzebarren. Die hätte ich anscheinend doch noch nicht gemacht. Hallo, ich will hier ran. So. Ja, es geht ja natürlich daran, wo ich ran will. Weg da. Also, Unold, was ist los hier mit dir? Steht immer im Weg rum, der Typ hier, ne? Ich mach mal drei. Mal gucken, wie lange die halten. Okay, perfekt. Das kommt dann hier rein. Zack. So bescheuert. Sagt mir bitte, dass ich bescheuert bin. Bitte. Die Jägerhütte brauchte was, ne? Die Dim. Dann machen wir hiervon halt nochmal fünf. Die brauchen doch ein Messer nur. Okay. Bronzemesser da. Genau. In der Jägerhütte könnte man sogar noch einen reinsetzen. Und wir hatten ja schwangere Frauen, ne? Einmal Grimilda ist schwanger, Kanuta ist schwanger und die fehlen uns dann nachher alle. Und Wilbora ist schwanger. Sobald die in der Elternzeit sind, oha.
Aber die haben ja alle nur ein kleines Haus bekommen, in der Hoffnung, dass sie wirklich nur ein Baby kriegen. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich denke. Ansonsten kriegen die mir nicht zwei Kinder bei so einem großen Haus. Was ist der Sinn dahinter? Ah, ich bin gespannt. Geburtenkontrolle nennt man das, ne? Okay. Die müssten ja dann hier rein theoretisch gesehen auch noch weitermachen, ne? Dann gucke ich noch mal in die Scheune, was wir da eingestellt hatten. Wo ist er da? Double Click. Also die haben ja gerade nichts. Ne, was sie hier machen könnten. Tonberuf, Dünger. Kein Material. Das ist halt der andere Dünger. Was machen wir denn da? Tonberuf. Nee, Mehl brauchen wir noch nicht. Das passt schon hier. Tierfutter, kein Material. Oh, oh. Roggenkorn fehlt halt, ne? Der Roggen fehlt. Aber da können wir ja mal was nachgucken. Ist ja wirklich alles weg gewesen? Ich echt gar nichts mehr. Alles verbraucht. Brennholz haben wir übrigens auch nur noch 42. Sehe ich gerade. Lachsheim. Haferkorn. Aha. Wir machen mal schnell Brennholz. Kann man ruhig hier fast alles nehmen. Die produzieren ja immer gut nach. Hier, zack. Didi, didi, didi. Genau. So, dann können wir das Sprengholz hier wieder reinmachen. Okay. So, scrolle, scrolle, scrolle. Wir haben Haferkorn. Das ist okay. Wir haben Flachshalm. Karottensamen, Kohlsamen haben wir genug. Kohlsamen könnte man rein theoretisch gesehen auch ein bisschen was verkaufen, wenn es eng wird vom Geld. Was haben wir hier noch? Stroh nur 55, Tierfutter 94, na Gott sei Dank. So lange hält es auch nicht, ne? Ton haben wir 22. Ton, kann ich ja mal meins hier noch reinlegen, meine drei Dinger. Zack. Okay. Da gucke ich auch noch mal. Werkstatt. Nee, also einmal braucht er wirklich nicht machen gerade. Ist mal ohne Schmarrn. Einmal haben wir erstmal genug. Holzschalen. Machen wir mal auf 40. Was kann man denn noch herstellen? Kleiner Weidenkorb. Nee, ist alles gesperrt hier. Okay, alles gut. Na gut. Na gut. Inventar. Mach mal Yummy Yummy hier. Na so nicht. Da. Etwas. Wieso drücke ich T? Naja, muss man nicht verstehen. Rein von der Temperatur sieht es gut aus, hier, was ich anhabe. Man könnte ja wirklich mal. Wie viel Geld habe ich denn noch? Was ist mein Money da? Ich habe 9.712 Tacken. Woher habe ich die denn? Okay, das wusste ich gar nicht. Doch, ich hatte eine Menge verkauft, ne?
Was ist hier los? Was hat er hier für Probleme? Ostrobot ist ein Landwirt und der hat anscheinend, lass mich raten, der hat doch einfaches Säckchen hat er. Was fehlt denn dann? Kein Material. Kein Dünger, oder? Ich würde sagen, der hat kein Dünger mehr. Säckchen haben wir doch. Haben die das jetzt so schnell gemacht? Nee, Dünger ist auch noch da hier. So, wir brauchen halt noch mehr Schweine, ne? Mehr Dünger. Ich hoffe, da gibt es neue. Warum steht denn der jetzt hier rum? Ach so, der hat keine Arbeit. Oh ja, was hat denn der vorher gemacht? Der Gute. Kann man den reinwerfen? Ostrobot, hier ist er ja. Wo haben wir denn noch Arbeit? Im Grabungsschuppen. Aber warte mal. Landwirtschaft ist er gut und im Überleben. Im Jagen aber auch. Dann schicke ich den jetzt einfach mal noch in die Jagd bitte mit. Genau. So. Jagen. Husch. Nicht hier faul rumstehen. Sag mal. Spinnt der oder was? Und eine Küche ist, glaube ich, leer, ne? Ich hatte doch zwei. Nee, beide voll. Okay. Kochen die dann auch mal was Gescheites? Also die eine hackt. Was machten die jetzt? Sollen wir mal gucken. Also wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich ja Möhren angepflanzt, ne? Das hier. Der ist einfach nur gepflügt. Wieso steht denn das hier unter Möhren? Die Möhren kommen ja auch erst. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Karotten früher Winter. Genau, also die Pflanze war erst im Winter an. Im Herbst ging ja nur Roggenkorn und Weizen. Okay. So. Und warum habe ich das Feld eigentlich so groß gemacht? Weil ich noch mehr Flachs haben wollte, glaube ich, ne? Genau. Also sie kommt jetzt schon wieder. Manchmal fehlt mir hier der Vorspulbutton. Mach mal ein bisschen schneller. Holst du jetzt vielleicht noch mal Dünger? Ja. Aber da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Tatsache. Okay. Dünger her. Zur Not müssen wir den kaufen. Was kriegen wir eigentlich von den Gänsen? Da kriegen wir doch auch nur Eier und Feder, oder? Brauchen wir die Gänse denn unbedingt? Ich habe die, glaube ich, nie gemacht. Habe übrigens mal nachgelesen. So, kurz hier raustappen. Und zwar, man kann ja mal schon ein bisschen gucken, was sie auf dem Test, ich sage mal, Testserver, was die da so machen, ne? Und man sieht halt, dass die als nächstes wird es fünf neue Vögel geben. Taube, Ente, Krähe, Habicht und Seeadler. Jetzt bin ich halt mal gespannt, ob man die Ente halt halten kann oder ob die wilde Enten damit meinen. Also Habicht und Seeadler, ne? Wenn wir wohl nicht halten könnten. Dann, dass es zwei neue Gefiederfarben bei den Hühnern gibt. Drei neue Wanddekorationen, bin ich Tiertrophäen. Drei neue Gegenstände, Tierschädel, Schädel als möglich seltene Drop für Wiesent, Hirsch, Bock und Elch. Okay.
Sechs neue Wohndekorationen, Tierpelze. Das heißt, ihr könnt Tiere also dann weiterverarbeiten. Zwei neue Karten zum Kaufen. Okay, Reviere für Tiere können jetzt auf der Karte entdeckt werden. Dachbodenmodul für das einfache kleine Haus. Neue Geräusche für das Kalb. Ja. Genau, und dann werden noch ein paar Sachen gefixt, ne? Und da bin ich mal gespannt. So. Gut, aber was machen wir jetzt? Das ist die Frage der Fragen. Wir hatten ja an sich nichts mehr zu tun, ne? Du mich ja so nicht wirklich ran. Und ich glaube, wir haben aber viel zu wenig Stroh. Könnten wir ein bisschen Stroh sammeln gehen? Die ist eine gute Idee. Wartet mal. Alter. Tap, so. Genau. Ja, Stroh sammeln, dann würde ich halt gerne noch nicht trinken. Zusammenbau gehen wollen. Aber das wollte ich eigentlich im Winter machen. Das wollen wir jetzt schon nicht mehr so viel zu tun haben. Wollen wir das auch jetzt schon machen? Oder tatsächlich, wie gesagt, die Wege für euch rausnehmen. Weil es, ja, man sieht ja immer das Gleiche. Dann würde ich die Folge einfach für heute schon beenden. Gab jetzt nicht so viel zu sehen, aber es ist halt nun mal im Spiel ist nicht immer mega aufregend, aber mir reicht ja schon dieses Micromanagement zu gucken, ob alles läuft. Ich weiß nicht, es macht mir irgendwie immer am meisten Spaß. Euch auch? Außer man will die ganze Zeit trinken, obwohl man eigentlich Stroh sammeln will. Naja, egal. Ihr lieben Sahneschnittchen. Oh, ein Squeenie hier. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und ja, wir treffen uns dann bei Sambor wieder, würde ich sagen, ne? Also, bis denn dann. Tschüss.